Wir sind angekommen, Leute. So gefällt mir das. Sieht richtig schön aus. Und die Sonne scheint. Ist einfach geil. Richtig schön. Ich dachte, ich fange das Video mal mit einer kleinen Roomtour an oder beziehungsweise Hoteltour. Das ist hier etwas, sag ich mal, anders als das, was wir sonst machen, weil es wirklich hotelmäßiger ist mit Pool und so. Aber da wir eine lange Reise hinter uns haben und das ist das erste, was uns angeboten wurde und es preislich okay ist, wir zahlen nämlich 10 Euro pro Nacht durch 3 geteilt, also vollkommen in Ordnung, haben wir es jetzt genommen. Ihr habt dort dann mal einen kleinen Eindruck, wie es hier ungefähr aussieht. Wo wir so übernachten. Also meistens ist es weniger hotelartig, sondern eher Guesthouse, also weniger Zimmer, kein Pool, aber so von der Sauberkeit her sehr ähnlich. Ja, und wir sind jetzt in Chiang Mai angekommen. Das ist so die Hochburg des Nordens, zweitgrößte Stadt Thailands. Und wir wollen von hier aus eine Motorradtour starten. Das wird morgen oder übermorgen sein. Aber erstmal gucken wir uns halt die Stadt an. Also viel Spaß! Okay, so schnell ändern sich die Pläne. Wir sind jetzt am Grand Canyon, weil das Wetter ziemlich geil ist. Und das ist ein fetter Canyon, wo man drin baden kann. Aber es ist so ein richtig aufgemachter Wasserpark, werdet ihr gleich sehen. Aber wird bestimmt ganz nice. Okay, also wir haben uns jetzt entschieden, hier reinzugehen, auch wenn wir jetzt 150 Baht zahlen mussten. Half price. Aber uns ist so fucking heiß. Und wir haben einfach Bock. Und dieses komische Ding da unten habe ich noch nie gemacht. Das sieht auf jeden Fall mega funny aus. Und deswegen gehen wir jetzt einfach rein und haben Spaß im Wasser. Man konnte hier auch wohl von der Klippe springen, irgendwie 20 Meter oder so. Aber da hier vor 2 Wochen jemand gestorben ist, das ist anscheinend gerade nicht erlaubt. Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Spaß. Was auch richtig geil ist, wir müssen Schwimmwesten dabei tragen. Aber naja, wird bestimmt ganz geil. Also, wir genießen endlich das schöne Wetter. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. This time. Ausgang gefahren, mit dem Golfauto. Fahrzeit 2 Sekunden. Man darf aber auch nicht zum Ausgang laufen. Ja. Man muss, dann kriegt er Panik. Man muss fahren. Oh, warte. Okay. Und wir sind da. Super. Guten Morgen, Tag 2 in Chiang Mai. Gestern ist nicht mehr viel passiert, wir waren nur in diesem Waterpark und danach waren wir mega am Arsch. Deswegen dachte ich mir, ich filme heute einfach weiter. Wir sitzen gerade in diesem mega entspannten Café, haben ein bisschen Frühstück hier, Müsli mit Joghurt, geilen Fruchtsaft, Eier. Und jetzt planen wir gerade hier auf dem Leppi. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Planen wir gerade unsere Motorradtour oder Rollertour für morgen. Also wir werden wahrscheinlich einen Roller nehmen, aber mit Gangschaltung, damit wir halt irgendwie
sicher die Berge runterkommen, weil ich habe da schon mal schlechte Erfahrungen mit Niki gemacht, dass auf einmal die Bremsen versagt haben bergab. Das war nicht so geil. Deswegen wollen wir irgendwie eine Motorbremse mit dabei haben. Ja, und jetzt planen wir hier den Tag gerade und dann werden wir später ganz endlich, wirklich, wie versprochen, quasi Chiang Mai angucken. Und ja, es wird bestimmt ein ganz entspannter Tag, ne? Gucken wir mal, was Chiang Mai so zu bieten hat. Bis jetzt gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut hier. Okay, nächster halt Shopping Center. So geil, oder? Diese Parkplätze. Ich meine, das ist noch fast harmlos im Gegensatz zu dem, wo wir in Bali waren, mit Surfboard. Aber wir sind, ist auf jeden Fall trotzdem lustig. Hi! Hier muss man erstmal nachher seinen Roller finden, ist der gestört, ey. Ja. Und ja, wir wollen jetzt nämlich ein bisschen in der Spielhalle zocken, ich und Patrick. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, eigentlich müsstet ihr es wissen. Ich bin nämlich alter Tekken 3. Drittplatzierter auf der nationalen Meisterschaft im Tekken-Turnier auf dem Campingplatz in Jesolo, Italien. Und muss meine Skills mal ein bisschen verteidigen oder beziehungsweise meine Skills ein bisschen aufrechterhalten, falls mich jemand herausfordert. Deswegen suchen wir jetzt in dieser Mall hier im Spielecenter. Gerade in diesem Karaoke-Raum. Cinderella! Und gucken, ob wir einen Song auf Englisch finden. Hallo und herzlich willkommen zu This is Love by Maroon 5. Song by Kelly. So, zurück in der Realität. Sind wir jetzt am Wat, wie heißt der Tempel? Watsua. Watsua, so ähnlich Tempel. Und hier kann man wohl mit, ja, was ich schon mal erzählt habe, mit den Mönchen sich unterhalten. Müssen wir mal gucken, ob wir hier richtig sind. Und dann ja, stellen wir ein paar einfache und ein paar spirituelle Fragen vielleicht. Mal gucken, was du sagst. Aber bestimmt ganz interessant. Color is not many. The original color is Buddha's time he made by part of trees. And how much do you meditate a day? Normally it's like 11 temples here, and like we have like typical routine temple twice a day in the morning chanting and evening chanting. Add more we can do by ourselves. Mm-hmm. Meditating then have like limit time to meditate. Yeah. We can do how much we know we want. Okay. But what's your name? Oka. Oka? How do you spell that? A-double-K-H-A. Okay. My name is Patrick. Patrick. It's Dominic. Yeah. Dominic. And it's Elena. Elena. Yeah. My papa told me to become a monk, to become a novice. When okay. I was 14 years, I learned something at that time. Mm-hmm. And I want to learn more about that. Das geht. Wir sind zurück vom Mönchschat und leider ist mein Akku gestorben, deswegen habe ich nicht bis zum Ende durchführen können, aber ich glaube, es wäre langweilig gewesen, sich das 30 Minuten reinzuziehen, aber wir dachten, wir geben euch noch kurz ein paar Eindrücke, die wir gesammelt haben, weil es echt mega interessant war. Also eigentlich ging es ja darum, den Englisch beizubringen, aber ich muss sagen, die konnten so gut Englisch, die meisten, also
richtig krass. Und ja, Elle, was sagst du denn dazu? Wie hat es dir gefallen? Es war sehr interessant. Die waren super cool, super gut drauf, super nett. Empfehle ich auf jeden Fall jedem. Das war auch echt cool, dass sie so, also die waren sehr entspannt irgendwie und gar nicht so mönchsmäßig, oder? Also es war einfach so, als würde ich mich mit Patrick unterhalten eigentlich. Ja, man ist sich auf demselben Niveau fast begegnet sozusagen. Die waren total freundlich und die haben ganz offen und ehrlich gesprochen. Und ja, ansonsten haben wir auch ein bisschen was über den Buddhismus gelernt oder zumindest so deren Botschaft haben wir es noch irgendwie mitteilen können. Also das Wichtigste für die ist halt natürlich, also der Weg zum Glücklichwerden sozusagen. Und das Wichtigste dabei ist einfach von materiellen Dingen loszulassen, also von Klamotten, deswegen auch die Glatzen und die gleichen Outfits. Und einfach von sich nicht zu identifizieren mit Dingen, sondern einfach zu leben sozusagen. Im Moment war sehr interessant, hat uns Spaß gemacht und würde ich echt jedem empfehlen. Ist cool. Wir sehen uns morgen auf den Bikes. Peace!